Liebe Freunde, liebe Freunde, liebe Friends, liebe Fakis und Fakis, herzlich willkommen zu uns bei so Strich TV. Heute eine Sondersendung aus der Abteilung Kindergarten. Weil, ich sage mal so, ich habe den Fehler gemacht, dass ich vorgestern und gestern relativ ausführlich Kandidaten vorgestellt habe aus den beiden verdienten Vereinen von der Bewegung, nämlich Massvoll und Aufrecht. Oder? Und da habe ich unter anderem über Aufrecht vorgestellt. Und dann auch der Niklas Rimoldi von Massvoll. Und ich habe ihn dort als, als Remigrationsfürst bezeichnet. Oder ist das erst gestern gewesen? Wie immer, auf jeden Fall hat sie eine Beschwerde bekommen aus der Abteilung Massvoll, dass der Massvoll nicht nur aus dem Rimoldi besteche. Und dann habe ich gedacht, mache ich nochmal eine Sendung. Habe ich eine zweite Sendung gemacht über Barbara Müller, Markus Zollinger und so weiter. Und beide Mal habe ich aber auch Bezug genommen auf Aufrecht. Weil mir ist es ehrlich gesagt, ziemlich scheißegal, wer von diesen Leuten in den Nationalrat reinkommt, solange sie in den Nationalrat reinkommen. Und das ist mir wirklich egal, ob es ein Remco Leinbach, ob es ein Urs Hans oder ein Niklas Rimoldi ist. Das ist mir wirklich fast ganz schnurzpiep egal. Ich kann aber die Wahlempfehlung abgeben. Wollen wir raten? Jawohl, für Remco Leinbach und Urs Hans, weil der Rimoldi hat mir wiederholt im Live-Interview gesagt, für ihn wäre es ein Gräuel gewählt zu werden. Und ich habe dann gefunden, die Last, wenn man vom Jesus von der Bewegung abnehmen, das Kreuz, muss er jetzt nicht auch noch schultern. Und darum habe ich gefunden, kann ich die Wahlempfehlung an die Leute, die wirklich gerne auf Bern gehen, um unsere Interessen zu vertreten. Gut, also mit anderen Worten, man kann nicht wirklich vorwerfen, ein Rimoldi-Freund zu sein, sage ich mal, über das aus, dass ich ihn sympathisch finde, dass ich ihn mag und dass ich ihm natürlich eine Plattform gegeben habe bei Stricker TV wiederholt. Habe ich aber auch wiederholt bei Leuten von Aufrecht. Kann man aber niemand bestreiten, jeder ist willkommen. Und wie gesagt, im Kanton Zürich, meine Wahlempfehlung nicht für den Rimoldi, sondern eben für den Remco, natürlich auch für den Rimoldi, aber an erster Stelle für mich eben, habe ich so gesagt. Und jetzt also, eben, ihr müsst einfach wissen, ich komme Anwürfe über von beiden Seiten. Wenn ich massvoll falsch schreibe, dann komme ich ein Telefon über vom Rimoldi. Seitdem habe ich immer, dass er immer richtig schreibt, mit Grossbuchstaben und Bindestrich. Genau, so sieht es aus. Also beide Seiten sind gleich unzufrieden und dementsprechend kann ich es nicht ganz falsch machen. Aber jetzt ist etwas passiert. Und zwar aus der Bewegung heraus, jemand, den ich wirklich sehr schätze, kann man gerade sagen, ist Lili Anselmetti. Genau. Ich sage jetzt nicht Lili fucking Anselmetti, wieso erkläre ich gerade, sondern Lili Anselmetti hat mir, also, hat sie mir, ich weiß gar nicht, wenn ich zugespielt bekommen, das da, von Stillestehen Kirchberg, auch im Stricker ist von Rimoldi gekauft und manipuliert. Hört selber, wie er nun plötzlich über mich redet! Seit wir Rimoldi aus diversen Chats ausgeschlossen haben, weil er mehrmals über die rote Linie überschritten hat. Krass. Ich sei eine himmeltraurige Schande für die Bewegung und weitere Kosenamen durfte ich mir von NR anhören. Gut. Soll ich euch etwas sagen? Kein Schimmer. Mir ist das scheißegal, wer wen aus einem Chat ausschließt. Solange es nicht mein Chat ist, dort macht das meine Administratorin und ich und sonst niemand. Aber mir ist völlig egal, ob Rimoldi aus Chats ausgeschlossen wird. Ist schwer vorstellbar, aber es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Ist nicht mein Chat. Und jetzt also der Vorwurf von der Lili Anselmetti, der mir heute Morgen um 8:30 angerufen hat. Und ich bin aufgewacht, wenn so um 11:30. Und dann gefunden hatte, dann müssen wir zurück anrufen. Aber nein, ich komme Anwürfe über, wo ich jetzt nicht veröffentlichen kann, weil ich nicht private Chats veröffentlichen kann, ohne Not. Aber das war nicht so schlimm gewesen. Das habe ich jetzt auf, sag mal, beantwortet, ausführlich. Aber jetzt kommen andere. Weil Lili Anselmetti die Nachricht nicht abnimmt, kommen jetzt die Leute zu Recht. Gut, Lili Anselmetti verteidigen, weil Lili Anselmetti ist verteidigungswürdig. Aber ich habe sie nicht beleidigt. Der Vorwurf, was von mir macht, ist das folgende Video. Und das zeige ich euch jetzt, wenn ich es einblende. Moment. Ich will laut machen. Jean-Michel Cortesi, Markus Corazza, Karin Bettig,
Andy Clausen und der Mann mit dem schönen Haar, vollen Haar, der Rolf Müller, der Sascha Teuer, der Mann mit den anderen Haaren und der Daniel Hollinger ebenfalls. Und da haben wir jemanden, den Marco Bossert, den Jörg Georg Thomann, Dastrik Krüger, Matthias Häusermann, Lili, Fucking, Ansel Metti und Andreas Sommer. All die Leute sind wählbar. Gut, ich tue es nochmal zurückspulen, damit sie gehört hat. Marco Bossert, Jörg Georg Thomann, Dastrik Krüger, Matthias Häusermann, Lili, Fucking, Ansel Metti und Andreas Sommer. All die Leute sind wählbar. Gut, ich habe gesagt, wir nehmen Lili, Lili Fucking Ansel Metti, nochmal einen Namen. Und dann sage ich, all die Leute sind wählbar. Ich kenne alle persönlich, aber allein die Tatsache, dass sie bei Aufrecht kandidieren, sind sie für mich wählbar. Darum habe ich das so formuliert. Und jetzt also, der einzige Anwurf ist, dass ich den Lili Fucking Ansel Metti, Lili Fucking Ansel Metti gesagt habe. Weil offenbar können die Leute einfach nicht Englisch. Aber wer doch mein Interview gesehen hat, zum Beispiel mit dem Roger Fucking Köppel, der hätte ich merken, dass, jawohl, da etwas komisch ist. Schauen wir uns doch mal das Interview an mit dem Roger Fucking Köppel. Oh, nein, ich mach's nicht. Obwohl, ich habe heute ganz besonders da. Nein, nicht der Toni Brunner. Nein, nicht der Markus Somm, obwohl er es versprochen hat. Sondern der Roger Fucking Köppel. Tut mir leid, ich musste fluchen. Okay. Alle haben gesagt, mach's nicht. Jetzt mach's nicht. Ah, oh, nein, nein, ist okay. Ich bin mir alles gewöhnt. Ja. Seht ihr, Roger Köppel. Der Roger Fucking Köppel nimmt seinen King, weil Roger Fucking Köppel heisst auf Deutsch übersetzt die Legende. Und jetzt glaubt ihr mir das nicht? Und darum habe ich etwas für euch vorbereitet. Wie beim Spielhaus und beim Löwenzahn. Schaut da, ich habe euch da nämlich von Real Life Global irgendwie 26 verschiedene Interpretationen vom Wort Fuck. Und eine davon ist Oprah Fucking Winfrey. Und das wird live übersetzen, könnt ihr es im Original lesen. Du kannst das Wort Fucking zwischen den Vor- und Nachnamen von einer Person tun, um zu erzählen, dass du von einer grossartigen, fantastischen Person redest. Siehst du da? Oprah Freaking Winfrey oder Oprah Fucking Winfrey. Who the fuck did you take a picture with? Oprah Fucking Winfrey, that's who. Oh, der Song ist lahm. Wer immer das geschrieben hat, es ist ätzend. Oh, Kumpel, das ist der Michael Fucking Jackson, von dem du da redest. Gut, so damit haben wir jetzt, glaube ich, alle eine Nachhilfe im Englisch gehabt. Weil ich aber nicht weiss, ob die Leute unterscheiden, es ist awesome und awful. Awful heisst grässlich. Habe ich auch das noch vorbereitet für euch. Awesome heisst geil, fantastisch, toll, grossartig, spitze, Wahnsinn, super, hammermäßig, affengeil, stark, unter anderem. Mit anderen Worten, ich habe Lili Fucking Ansel Metti als die grossartige, fantastische, geile, tolle, spitze, wahnsinnig, super, hammermäßig, affengeile, starke Lili Ansel Metti bezeichnet. Gut. Ist es allen klar? Hat jeder begriffen? Hat Lili Ansel Metti begriffen? Ich bin ein Fan von ihr. Wenn ich nicht so Fan bin, ist, wenn eine Stunde später, obwohl ich das beantworte, der Kommentar immer noch stehen bleibt. Mit dem Vorwurf, der Stricker ist gekauft vom Rimoldi. Und da würde ich gerne wissen, als Stricker TV, als einziger gerichtlich verbriefter Journalist, welches Indiz dass es gibt, dass ich vom Rimoldi gekauft bin. Weil ich glaube, ich habe mehr Geld als der Rimoldi. Erstens mal. Ich bin auch 30 Jahre älter, gefühlt. Und zweitens, das einzige Indiz ist, dass ich die Lili Ansel Metti als grossartig bezeichnet habe, in Form von Fucking. Und sonst gibt es nichts.
Und darum, alle Leute, egal ob Sympathieträger oder Arschlöcher, von aufrecht und massvoll, wenn geht es in euer Hirn rein, dass ich einfach das sage, was ich will. Und darum habe ich eben die Brille an, mit der meine, weil die Sendung jetzt gar nicht verdient, dass ich meine honigbraunen oder eben gacki Augen, je nachdem, wie ich mag, habe ich die eine oder die andere Farbe, in die Kamera zeigen. Weil ich bin einfach eigentlich viel zu cool für den Scheiß. Wirklich. Ihr müsst einfach verstehen, ich verstehe mich als jemand, der die Bewegung zusammenhalten will. Da gibt es gewisse Exponenten. Eigentlich gibt es einen Exponent, den ich wirklich verachte. Oder? Und den tue ich seitdem nicht mehr erwähnen. Oder fast nicht mehr. Wenn man mir vorwirft, ich bin Rassist und aus dem Topf von Menschen kein Profit schlafen für meine Propaganda, dann ist die Linie überschritten. Aber alle anderen, egal eben, ob ein Rimoldi oder ein Patrick Jetzer oder egal wer sonst noch ist, sogar ein Marion Rusek, wo bei dieser Katastrophenvorstand von der Fall in der Verfassung war, hat mich nicht mehr negativ geäußert. Weil sie ist anscheinend im Hintergrund bei Aufrecht tätig und macht offenbar einen guten Job. Das heisst also, ich will, und das ist mein einziges Ziel, dass Leute aus der Bewegung in der Politik Erfolg haben. Auch wenn ich die Leute nicht mag. Auch wenn ich die Leute nicht mag. Und ich will ganz ehrlich sein, egal ob ich die Leute mag oder nicht, ich weiss, wenn die gewählt werden, dann werden sie im nächsten Mal Klima Pfnüssel, Kacke, richtig stimmen. Und der Rest ist mir recht egal. Der Immigrationsfürst Rimoldi, der alle Ausländer rausschicken will, der nachher noch ein bisschen ergänzt, ja, vor allem die Kriminellen und die Illegalen, das gefällt mir wirklich nicht. Das gefällt mir wirklich nicht. Mit dem habe ich 3 Stunden über das gestritten. Aber trotzdem habe ich lieber den Rimoldi im Parlament als irgendeinen hohen Hygienefaschist, von diesen Bünzli, Füdli-Bürger, die uns der Wahnsinn und einfach all die Psychopathen-Arschlöcher, die die Gülle über uns ausgegossen haben, die uns diskriminiert, diffamiert und kaputt machen wollen. Diese Leute, die müssen weg. Und jeder andere, ja, jetzt sage ich es, sogar ein Robin Spiri, habe ich lieber im Nationalrat als irgendein Hygienefaschist. Versteht ihr? Weil auch ein Robin Spiri wird es richtig wählen, wenn es darauf ankommt. Und alles andere ist mir egal. Und darum muss ich einfach mal in eure Birnen hineingehen, dass ich genug alt bin, mir selber eine Meinung zu bilden. Ich sehe Niklas Rimoldi vieles kritisch, habe das vorwiegend unter 4 Augen erzählt, weil ich will, dass die Bewegung zusammenbleibt. Und wer auf dem Rimoldi behauptet, was man will, ich glaube, in Mainz 2 hat er viel Brücken verbrennt. In der öffentlichen Kommunikation macht das gut. Ich sehe ihn weniger austeilen in der Bewegung. In den Chats weiß ich nicht genau, was läuft. Dort habe ich auch schreckliche Sachen gehört. Aber er bewegt etwas. Er bewegt etwas. Und er hat es verdient, den Nationalrat zu kommen, egal ob er Karrierist ist oder nicht. Wisst ihr was? Ich finde es sogar gut, wenn er Karrierist ist. Es ist egal, ob er Karrierist ist. Ob er in der FDP war, voran, ob er mal am Anfang von der Lügenpandemie Maske getragen hat und so weiter. Am Schluss sollen die Leute belohnt werden für die Arbeit im Widerstand. Und mir ist klar, dass 99% der Leute nicht belohnt werden für die Arbeit im Widerstand, dass sie auf den Deckel bekommen haben. Und ich verstehe, dass die Leute frustriert sind. Wirklich, ich verstehe das. Und darum probiere ich ja bei StrickerTV immer wieder die Leute in die Intros hineinbringen, die, sage ich mal, nicht immer die grössten Rhetoriker sind und nicht immer die prominentesten Köpfe sind, sondern sind einfach oft die Leute, die ehrliche, gute Arbeit gemacht haben. Und die tue ich in meine Interviews reinlassen. Und da ich heute sortieren, wie viel aufrecht, wie viel massvoll. Meistens, wenn man mich fragt und die Person eine gewisse Relevanz hat. Oder? Ich bin von einer anderen Bewegung aus der Ostschweiz angefragt worden. Und die Person hat null Aussicht auf Wahlchancen. Ist nie in Erscheinung getreten, irgendwie, dass mir das irgendwie aufgefallen wäre. Und da habe ich dann die Interviewanfrage abgelehnt. Schweren Herzens. Weil ich auch weiss, wenn ich Leute interviewe, die ich dann nichts zu erzählen haben. Ich will nicht behaupten, die Person hat nichts zu erzählen, nicht, dass das falsch versteht. Aber ich habe das Gefühl, es fühlt sich nicht gut an. Und ich mache dann trotzdem das Interview. Dann hat es schon öfters gegeben, dass nicht nur ich und die Zuschauer
das bereut haben, dass Leute interviewt haben, sondern auch die Person selber, weil die nachher in den Kommentaren schlimme Sachen über sich selber lesen muss. Genau. Darum also, dass wir euch Schädlinien, wenn ihr irgendwo leset, der Stricker ist gekauft, der Rimoldi ist gekauft, ist kontrolliert die Opposition und blablabla, verlangt Beleg. Wer behauptet, hat zu beweisen. Und wer jetzt wirklich meint, ich denke, es über 2000 Sendungen, mein Herzblut ausschütten, um mich nachher von einem End-20er kaufen zu lassen oder vom Bundesamt für Grausamkeit oder von der Bundespolizei oder weiss ich nicht wem, dem gehört wirklich, der sollte mal, ich weiß auch nicht, ich würde sagen, ein paar Mal durch eine Autowaschstrasse ohne Auto laufen. Dem sollte man wirklich mal in den Grind waschen. Weil der ist offenbar in die falsche Richtung Hirn gewaschen worden. Wisst ihr, man kann ja schon keinen Schlaf schaffen, bis sie unterwacht sind. Aber es gibt noch so etwas wie eine Überwachsamkeit, wenn man seit 2 Wochen kein Auge mehr zumacht. Dann ist man überwach. Und man kann nicht immer Punkte verbinden, nur weil es dort Punkte gibt. Oder? Beim Malen nach Zahlen ist alles schön nummeriert. Dort weiss man, welche Punkte man verbinden muss. Aber wenn es keine Zahlen hat, dann kann man aus Malen nach Zahlen jedes beliebige Bild kreieren, das man will. Und darum, wenn der Roger Bittl einmal sagt, verbinde die Punkte, ist es ein schlauer Satz. Aber ich würde schon den Einschub noch machen, verbinde die Punkte am richtigen Ort. Und dass wir jetzt richtig verstehen, ich will, ich sage es jetzt ausdrücklich nochmal, Lili Anselmetti im Nationalrat, wäre fantastisch. Lili Anselmetti bei mir wieder im Interview, wäre fantastisch. Was auch fantastisch wäre, ist, dass man einfach das Zeug behauptet, dass ich gekauft und manipuliert bin. Hört selber, wie er nun plötzlich über mich redet. Genau. Hört, schaut die letzten 2 Sendungen an, oder schaut alle Sendungen an, findet einen schlechten Ton, den ich über Lili Anselmetti geäussert habe. Und ihr findet keinen, weil auch das Fucking ist keinen, wie ich vorne, glaube ich, plausibel hergeleitet habe. Und darum in Zukunft, macht es so, wie Jean-Claude Kreuter, wo mich einfach mit einer Nachricht fragt, Dani, was ist da los? Die Person ist eine verdiente Person im Widerstand. Und der Jean-Claude Kreuter gibt mir dann eben die Möglichkeit, ihm, sag ich mal, ist ja gerade Mikroklubschule, das Wort fucking lernen, aber mal die englische Sprache, sag ich mal, sein Wissen über die englische Sprache durch etwas Kleines zu ergänzen. Das ist das, was ich erwarten würde, bevor man von mir behauptet, ich sage, kauft und manipuliert. So. Weil, wenn ich kaufe, wenn man mich will kaufen, kann ich auch versprechen, der Rimoldi hat nicht genug Geld und die Bundespolizei kann man am Ranzen hängen. Wirklich. Aber andere Anfragen, wenn mich will kaufen, kann das machen. Ich bin nicht unverkäuflich, aber Preis-Leistung muss stimmen. Und die Leistung, wenn die Leistung darin besteht, Bewegung zu verraten, dann ist tatsächlich kein Preis, den ich bieten kann, genug hoch, dass ich ja sage. Wie die verfickten, huren Drecksarschlöcher, die die Schweiz und den Westen und die Welt gespalten haben und jetzt so tun, als wäre nichts passiert. All die verreckten, huren, verdammten Arschlöcher, die gehören versenkt. Und da gibt es ein Prinzip. Und auch ich, sage ich mal, habe meine unerschütterlichen Prinzipien. Und eines davon ist, diesen Arschlöcher werde ich das nie vergessen, bis auf den Knie anzukriechen kommen und sich glaubwürdig entschuldigen. Und dann machen wir nochmal Gedanken darüber. So, eben das auch. Ciao miteinander.